Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Infraspace hier bei Heisenberg Zockt. Aha, wir können eine neue Forschung auswählen, das machen wir mit Freude. Was haben wir denn abgeschlossen? Ich glaube, weiß gar nicht mehr, irgendwas haben wir sicherlich abgeschlossen. Oh, wir können die Heimroboter machen, das würde ich dann tatsächlich schnell angehen, damit wir, ja, wieder weiterleveln können, weil das ist genau das, was wir hier noch brauchen. Man sieht hier, Heimroboter fehlen noch. Der Rest hier, ja gut, die Hausgeräte einmal mehr. Wenn wir aber hier gucken, auch einmal mehr, dann sehen wir, wir haben genug Hausgeräte. Ist einmal mehr wieder, ja schon wieder einmal mehr. Die Frage des Transports. Jetzt haben wir ein, zwei Fehlermeldungen. Also das sind ja keine Fehlermeldungen, sondern das ist aber eine Meldung, dass denen hier Eisenerz fehlt. Ja, sollte sich aber auch regulieren. Wir haben eigentlich schon dafür gesorgt, dass die hier nicht arbeiten. Da sind die Lager voll. Jawohl, ausgehendes Lager voll. Da brauche ich nochmal ein paar LKWs, die hier die Sachen abholen. Aber wir haben auch keinen Bedarf nach Schwefel. Von daher ist es aber auch egal, wenn die ein bisschen Pause machen. Das stört eigentlich auch nicht. So, machen wir mal schneller. Ganz einfach, weil wir es können. Oder? Nee, Moment. Erst die Kontrolle. Wir sehen, wir haben hier tatsächlich schon wieder ein kleines Stromproblem. Dann düsen wir mal nach hier hinten und verteilen hier nochmal ein paar von denen. Die können wir ja, mit denen können wir umziehen. Wenn die im Weg sind, das ist kein Problem. So, ein bisschen hier runter. Einmal so, da mache ich gleich noch ein zweites Teil hin. Sehr gut, hängt dran. Hier ist wieder alles Paletti. Wohnungen, ja, wir brauchen Habitate. Definitiv. Noch viel, viel mehr. Hier haben wir mal angefangen. Ja, hier würde ich glatt weitermachen. So. Einmal so. Die brauchen zwar keinen Sand, aber das macht ja auch nichts, wenn die so einen Sandkollegen neben sich haben. Groß reklamiert wird da in der Regel nicht. Was sie aber brauchen, ist einmal das hier. Oder sagen wir sogar zweimal. Und dann brauchen sie noch eine kleine Farm. Damit das Futter hier irgendwie auch in der Nähe ist. Hier mal einmal. Und da passt das nicht rein. Aber wir können hier natürlich ganz kurz das Teil hier hinschieben. Und dann passt das hier auch rein. Nee, passt nicht. Wartet mal, doch, es passt. So, wir passen das an und dann passt das auch hier rein. Nee, falsch, dich brauche ich. Jawohl. Gut, da können wir sogar noch mit einer Straße raus. Und das würde ich gleich mal machen. Vielleicht sogar mit so einer Breiten. Jawohl, das funktioniert sogar. Wohin des Wegs? Ich würde sagen, hier einfach mal raus, damit wir hier wieder bauen können. Mal hier lang, hier rüber und dann hier rein. Sehr gut. Hier gehen wir auch noch rein. Zack, müsste passen. Jawohl. Dann haben wir hier zwei Zufahrten. Vielleicht hier sogar noch eine Querstraße. So, dann haben wir mal wieder ein bisschen Infrastruktur geschaffen. Wie sieht es jetzt aus mit den Wohnungen? Ja, da können wir schon tatsächlich noch mal ein paar machen. So wie es aussieht, definitiv. Wohnraum ist begehrt. Das freut mich natürlich. Das zeigt, dass es der Stadt gut geht. Hier vielleicht dann doch nochmal ein bisschen Luft dazu. So, müsste dann ja auch funktionieren. Lass nochmal laufen so. Produktionsliste. Alles im grünen Bereich. Bestens. Dann kann ich hier aber auch wieder auf Tempo gehen. Weil Strom haben wir jetzt. Wohnungen haben wir auch ein paar. Da können wir sonst nachher natürlich wieder entsprechend nachliefern. Kein Problem. Und sobald wir die Heimroboter hier haben, werden die auch wieder weiter leveln hier die Gebäude. So, die Bahn. Die scheint zu funktionieren. Die fahren. Könnten wir die noch ausbauen? Ja, eben nach hier hinten wäre theoretisch eine Möglichkeit. Das würde ich, glaube ich, sogar langsamer angehen. Ganz einfach, weil wir hier doch relativ viel Produktion haben mittlerweile. Ja, das machen wir mal. Also, schnappen wir uns einen Bahnhof. Ich baue jetzt mal die hier. Die sind ein bisschen teurer. Ist aber egal. Wir können es uns leisten. Ja, ich mache dich mal hier hin. Das wäre in der Hälfte von hier. Dann können die vielleicht beide profitieren. So, einmal ein bisschen irgendwie so. Das müsste bereits passen. Damit ich es jetzt nicht vergesse, schließen wir euch gleich mal an. Gerne mit einer breiten Straße. Einmal hier rein. Einmal das Ganze wieder in die Richtung. Und hier haben wir noch welche Richtung? Von hier kommend. Gut, würde passen. Die andere Seite lasse ich mal. Die brauchen wir im Moment noch nicht. Aber was wir natürlich jetzt brauchen, das sind Schienen. Einmal hier runter. Ja, straight ahead. Dann kann der auch relativ schnell rumdüsen. Einmal hier hin. Im Prinzip könnte... Oh, jetzt geht uns tatsächlich Kollege Stahl aus. Jetzt habe ich mir gerade überlegt, vielleicht hier auch ein Bahnhof. Aber das ist mir zu nah an dem Bahnhof dran, muss ich gestehen. Wo gehen wir denn hier rein? Ich würde sagen, von hier kommend. Mit einer gewissen Höhe hier über die Straße rüber und dann hier hin. Jawohl. So. Aber Stahl ist tatsächlich ein Problem. Zumindest wenn wir halt Bahn bauen, wenn wir Straßen bauen. Sollen wir nochmal eine Stahlfabrik machen? Machen wir mal.
Wo kriegen wir den Bonus beim Stahlwerk? Bei der Luft. Wir haben doch gerade Luft hingestellt. Hier. Gut, das ist jetzt mitten im Wohngebiet. Das ist aber dahingehend egal, da es in dem Sinn ja keine Verschmutzung gibt. Das können wir eigentlich problemlos machen. Jetzt muss ich aber aufpassen. Ich wollte hier noch mit dem Gleis rein. Das habe ich, glaube ich, nicht so clever gemacht. Moment, ich mache mal hier nochmal so ein Teil hin. Und ich werde dich oder euch zwei werde ich verschieben. Einmal hier hin. Und dich, ja, machen wir dich mal, dass wir den Bonus hier doch auch noch kriegen. Mal hier hin, zack, gut, weil eben die Gleise, die brauchen wir dann dort schon noch. Ja, das geht nicht so richtig zügig voran hier mit meiner Eisenbahn, beziehungsweise mit dem Gleisbau. Das mag mir gerade nicht so gefallen. Gucken wir mal, wie weit das wir kommen. Wenn wir hier nochmal, zack, das Ganze so handhaben. Oh, nicht allzu weit. Bin aber schon auf Tempo. Jawohl. Was brauchen die denn hier? Die brauchen Eisen und die brauchen Kohlenstoff. Kohlenstoff kriegen sie von hier und von hier oben. Das müsste passen. Und Eisen kriegen sie von nirgends. Doch, von hier oben. Ja, dann mach mal. soll ich hier noch eine Abkürzung bauen? Ich würde sagen, ja. Da haben wir noch jemanden ohne Strom. Kein Problem. Sollen wir hier eine Autobahn raufziehen? Ja, mach. Lass uns eine Autobahn hier langziehen. So, einmal so. Einmal dahin. Und da einmal hier oben rein. Dann ist das schon mal schön eine Abkürzung. Man sieht doch, das wird gleich genutzt. Wunderbar. Und hier die Schiene, die muss halt hier dann ein bisschen in die Höhe. Aber eben, jetzt haben wir hier tatsächlich noch ein Problem mit Laststrom. Ja, der ist genau außerhalb, der Kollege. Das hat genau nicht funktioniert mit dem Kabel. Aber jetzt hängt es dran. Dann nochmal einmal so. Einmal hier rauf, einmal hier hin. Dann haben die alle Strom. Wie sieht's aus? Ja, Beton in rauen Massen, aber Stahl ist tatsächlich ein bisschen ein Problem. Hier hinten ist auch ein Eisenmangel ein bisschen. Wir haben aber nicht grundsätzlich zu wenig Eisen. Nö, nö. Man sieht ja, hier ist nichts gelb, hier ist nichts rot. Da haben wir Stahl. Ja. Brauchen würden wir 53. Mich würde mal interessieren, wo diese Zahl herkommt. Wir brauchen definitiv mehr. Wenn wir hier die Eisenbahn ausbauen wollen, dann bringen uns 53 Einheiten herzlich wenig. Man sieht aber hier, guck mal, wie die gleich leveln. Also die leveln alle relativ hervorragend. Sehr schön. Gefällt mir. Haben wir schon wieder zu wenig? Ja, ist noch okay. Hier ist auch okay. Stahl ist auch wieder ein bisschen in die Gänge gekommen. Ich würde sagen, wir können hier nochmal ein, zwei Meter bauen. Ist ja erst die eine Richtung. Das heißt, hier müssen wir tatsächlich nochmal ein bisschen bauen. So, einmal hier rüber. Dann können wir hier eigentlich gerne wieder runter. Und dann irgendwie da rein, haben wir gesagt. Jetzt ist aber der Stahl schon wieder weg. Das dauert. Die kriegen halt im Moment noch keine Eisen. Doch, guck mal, sie haben schon ein bisschen was haben sie gekriegt. Wir haben sehr viel Kohlenstoff, weil halt hier tatsächlich diese ganzen Luftfilterkollegen sind. Aber Eisenerz ist dann doch ein bisschen ein Problem. Aber grundsätzlich glaube ich nicht Eisenerz. Nö, nö. Da sind wir definitiv sogar wieder drüber über der Produktion, die wir nicht brauchen würden. Ich denke, der Bahnhof hier, der bringt schon was. Die können dann viel schneller natürlich auch das Eisen eigentlich runterbringen, wenn das gefordert ist. Oder nein, nicht schneller, aber zumindest in anderen Kapazitäten, also in anderen Mengen natürlich als die LKWs. So, 132. Vielleicht kommen wir wieder ein paar Meter weit. Jawohl, hier kommen wir hin. Und hier hätte ich jetzt gerne bereits in die Höhe gebaut. Das geht noch nicht. So, ich bleibe mal hier im Anschlag, weil wir können sowieso nicht viel sonst machen. Wohnungen haben wir, Strom haben wir, das können wir laufen lassen. Jawohl, das hat funktioniert. Wir haben so eine Biege hier. Ich bin schon auf schnell. Ja, ja. Hm. Ja, ich muss Geduld haben. Das ist immer so eine Sache bei solchen Spielen. Man möchte halt bauen, das ist ganz klar. Das ist der Antrieb. Ja, hier fehlt auch was. Hier fehlen tatsächlich grüne Wissenschaftspakete, Punkte. Wo hatten wir die? Hier. Sollen wir davon mal nochmal ein, zwei hinstellen? Ich würde sagen, ja, würde nicht schaden. Da hätten wir sogar den Bonus hier hinten. Aha, von denen kriegen wir den Bonus. Der ist hier aber wieder weg und hier ist der Platz nicht vorhanden. Dann machen wir die woanders hin. Weil wir haben hier ja nochmal so Teile. Oh, jawohl, sehr schön. Da kriegen wir massiv Bonus. Jetzt haben wir... Doch, hat gerade noch geklappt. Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir hier wieder keinen Stahl mehr. Dafür sind wir jetzt hier bei 0. Klappt das denn jetzt hier? Ja, so richtig nicht. Die bräuchten tatsächlich mehr Eisen. Ich möchte aber jetzt halt nicht wieder einen Stadtteil erstellen. Da hätten wir auch nochmal Eisenerz.
Da könnten wir von hier noch hier rüber. Aber eben, die Menge ist eigentlich okay, was wir produzieren. Oder kriegen wir hier nochmal einen Bagger hin? Kann natürlich auch nie schaden. Ja. Nee, geht nicht. Geht auch nicht. Ich muss ja mit der Straße dann noch dahin kommen. Nee, geht tatsächlich nicht. Aber wir haben genug Eisenerz. Das wissen wir. Das müsste dann auch entsprechend transportiert werden hier. Gut. Wir haben eigentlich nur ein Baulager. Aber irgendwie wurde bis jetzt nicht reklamiert, dass irgendwas nicht gut wäre. Also von daher lasse ich es mal, weil die generieren sowieso bloß wieder massiv Verkehr. Dann haben wir da wieder ein Problem. Ja, denen fehlen jetzt die blauen Wissenschaftspunkte. Aber dafür haben wir die LKWs, die sollten da arbeiten. Wie sieht es aus mit Stahl? Kann ich hier meine Bahnlinie vervollständigen? Beziehungsweise, nee, kann ich sowieso noch nicht. Weil wir sind ja erst in eine Richtung unterwegs. Da irgendwie so und dann irgendwie... Wo muss ich denn rein? Hier. Zack. Passt. Gut. 59. Jetzt das Ganze noch in die andere Richtung. Können wir eigentlich von hier aus bauen. Im Prinzip wäre es schlau, wir würden das mal für den Moment vergessen, was anderes machen. Weil dann haben wir wieder so viel Stahl, dass wir das vielleicht auch dann in einem Wisch machen können. Wohnungen. Auch immer noch okay. Würde ich so lassen. Und hier die Forschung, die ist halt wichtig. Eben, dass wir wirklich jetzt an die Heimroboter dann rankommen. Hier fehlen wieder die grünen Punkte. Ja, da müssen sie dann halt von da hinten nach hier. Das ist alles nicht ganz so einfach. Wir können ja einen so einen grünen Punkte-Kollegen doch noch hier hinstellen. Okay, der kriegt keinen Bonus, aber dann ist er wenigstens hier in der Nähe. Hat jetzt auch gerade wieder Stahl gekostet. Ein Elend. Sollen wir schon mal mit der Schiene? Ich würde sagen, wir versuchen es mal. Ich habe zwar gerade gesagt, wir machen was anderes. Aber da müsstest du halt sozusagen erst auch mal noch was haben, was du machen kannst. So, und wir sind eigentlich soweit gut unterwegs, dass wir hier nicht irgendwie, weiß ich nicht, noch was anstellen müssen. Ist eigentlich alles in Ordnung. Ja, da geht uns der Stahl aus. Sind wir denn auf dem Boden? Jetzt wären wir auf dem Boden. So, dann wird es vielleicht ein bisschen günstiger. Gut, kriegen wir schon noch hin heute, bin ich zuversichtlich. Vielleicht mal wieder hier gucken. Ne, alles im grünen Bereich, Produktion. Passt, ich würde sagen, die Stadt gedeiht. Jetzt, wo wir das Problem gelöst haben, tatsächlich, dass die Züge irgendwie sich verhaken. Eben, es ist schwierig mit mehr als einem Zug auf einer Linie. Sonst können die hier nicht mehr drehen im Bahnhof drin. Das haben wir tatsächlich gemerkt. Also dann läuft es eben auch. Hier war ja alles kaputt, hier hat alles runtergelevelt und jetzt sind wir hier tatsächlich doch schon wieder relativ weit vorn. Aber die Hausgeräte, die wollen irgendwie auch nicht so richtig ankommen. Ja, hier ist wieder okay mit Hausgeräten. Hier fehlen ein bisschen die guten Mahlzeiten. Das ist halt wieder weit weg von hier hinten, wo wir das herstellen. Und auch hier fehlt Eisen. Ja. Haben wir in die Richtung noch was? Das habe ich schon mal geguckt. Ne, hier haben wir nur noch Kupfer. Das ist Aluminium. Ja, ne, wir lassen es mal so. Wie sieht's aus? Ach, mit dem Stahl geht's voran. Das heißt, wir können hier tatsächlich weiterbauen. Mal gucken, wie weit das wir jetzt kommen. Ne, das war Käse. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das nehmen wir wieder weg. Ja, da haben wir den Stahl aber wieder zurückgekriegt. Zumindest teilweise. So, es ist halt nicht machbar, dass wir das parallel bauen. Aber ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Ist nicht so schlimm. So, einmal so, dann wieder runter. Und dann geht der Stahl wieder aus. Wie weit haben wir noch? Ja, ein paar Meter sind. Bin mal gespannt, ob das vielleicht hier vorne dann wirklich auch Wirkung zeigt. Dahingehend, dass wir hier... auch mehr Eisenerz kriegen. Jetzt möchte ich mal ganz schnell gucken. Stadtviertel, Eisenerz. Ja, doch, wir haben hier Lieferungen hierhin. Das müsste also eigentlich funktionieren. Verkehr haben wir auch. Also das wird auch geliefert. Das wird einfach offensichtlich nicht schnell genug geliefert. Und bei der Forschung 76 von 90 kriegen wir auch demnächst. Gut, können wir hier wieder raus. Beziehungsweise jetzt. Gut. Stahl? Naja, so wirklich. So wirklich nicht. Ja, hier fehlt auch Eisen. Es fehlt tatsächlich überall an Eisen. Ja, vielleicht hilft die Eisenbahn, wenn wir hier tatsächlich eine Linie haben. Das sollte schon helfen. Dann können sie das Eisen von da hinten mit der Eisenbahn hier hinbringen. Und von hier aus... Oh, wisst ihr was? Wir können das natürlich mal noch anschließen hier. Das gute Stück. Weil jetzt haben wir hier eine Straße, wie man sieht. Ja, das kommt von hier her. Zack, da rein. Dann geht das hier so raus. Okay, das war nichts. Hat nicht richtig geklappt. Moment, ich wollte eigentlich die Einbahn hier haben.
Ja, jetzt müsste es passen. Tut es auch. Hier geht es wieder rein. Und hier geht es dann ergo wahrscheinlich wieder raus. Jawohl. Sehr gut. Dann haben wir das auch angeschlossen. Hilft uns dann auch bei dem Bahnhof natürlich. So. Wir haben an Stahl 139. Das heißt, wir kriegen wieder 3,50 Meter hin. Oder vielleicht auch irgendwie ein paar Meter mehr. So, einmal. Das möchte immer irgendwie dahin. Oh, jetzt habe ich es tatsächlich so gebaut. Gar nicht so einfach, wenn das tatsächlich irgendwie dann einfach irgendwie so ein Drall kriegt und unbedingt dahin möchte. Weil ich möchte da nicht hin. Geh doch hier ein bisschen weg. Jawohl, so. Hier die Kurve. Und dann ist schon wieder vorbei mit Stahl. Jetzt haben wir aber dann die letzten Meter. Aha, wir haben die Heimroboter. Sehr schön. Das nächste wäre für mich. Ich würde die Superautobahn mal noch lassen. Industrieroboter, Partikelfilterung. Wir machen mal Uranabbau. Weil Uran brauchen wir dann später natürlich eh auch. So, das mit Stahl können wir uns schenken. Jetzt ist aber wahrscheinlich das Problem, dass wir das auch nicht bauen können. Ne, da brauchen wir 180 Stahl. Heiliges Radieschen. Ja, gut, dann müssen wir das noch einen Moment zurückstellen. Wir brauchen halt, wir brauchen tatsächlich weit mehr Stahl. Hier nochmal gucken. Ja, wir haben genug, aber das, dass wir das fürs Bauen brauchen, ich glaube, das ist hier in der Liste einfach nicht drin. Das können die ja gar nicht wissen. Machen wir mal noch mal ein paar von den Stahlkollegen. Stahlwerk. Ja, wieder auf der Suche nach Bonus. Hier unten hätten wir massiv Bonus. Machen wir eins dahin. Dann machen wir hier eine Straße lang. Mhm, ich würde sagen, das wären doch immerhin wieder 4 Einheiten. Ja, gerne eine breite Straße. Oh, das hängt da nicht dran. Okay, so? Ne, so auch nicht. Warum hängt das denn nicht dran? Da fahren schon die ersten. Ja, die gehen gleich gucken. Oh, eine neue Straße. Guck mal. Gleich mal schauen. Ich muss hier weiter runter. Ja, jetzt hängt es dran. So, das hängt auch dran. Und das kriegen wir auch noch dran gehängt. Denkste? Die beiden, die wollen auch nicht. Jetzt hängt es dran. Okay, wenn ich das aber hier weiterziehe, hängt es nicht mehr dran. Aha. Auch interessant. Das war anders machen. Nehmen wir das dann mal weg. Machen hier die Straße und gehen hier so runter und hier lang. Ja, jetzt hängt es dran. Jetzt hängt das auch dran. Dann müssen wir hier hinten hin und zack, verbinden das wieder und dann passt. Stahl. Ja, jetzt müssen wir hoffentlich die Eisenbahnlinie plus minus abschließen können. Bin da guter Dinge. Da einmal nach hier vorn und dann da rein. Es reicht tatsächlich noch nicht. Okay. Aber den Knubbel hätte ich wesentlich gern. Kriegen wir den schon mal hin? Ich glaube ja. Zack. Machen wir den hier auch gleich. Nicht, weil wir ihn brauchen, aber damit wir ihn nicht vergessen. Und hier vorne. Wir bräuchten im Moment den Knubbel nicht. Ich mache ihn trotzdem. Ich mache jetzt überall die Knubbels, damit wir die wirklich haben. Kann ich hier schon? Jawohl, jetzt geht's. Zack. Verbinden. Passt. Dann hätten wir gerne eine neue Zuglinie. Und zwar von, zack, hier nach hier vorne. Da rein. Klappt das? Jawohl. Und dann Züge. Machen wir mal ein. Ich denke, das reicht mal für den Moment. Sehr gut. Dann haben wir eine neue Zuglinie. Einfach in der Hoffnung, wirklich. Oh, jetzt haben wir hier ein bisschen zu wenig Kohlenstoff, wie ich sehe. Einfach in der Hoffnung, dass die jetzt hier vernünftig an Eisen rankommen. Gut, Kohlenstoff ist eigentlich ein kleines Problem. Das sind einfach die Teile. Machen wir die mal hier so in Richtung Wohngebiete, würde ich vorschlagen. Hier mal nochmal welche. Hier mal nochmal 3 Stück. Und hier nochmal so ein Teil. Nochmal kontrollieren. Falsch, Diagramme. Ne, Produktion. Genau. Ja, jetzt ist wieder okay. Passt. Jetzt können wir natürlich den Stahl, den wir jetzt haben, benutzen, um die Heimroboterfabriken zu machen. Die waren, glaube ich, hier. Ne, das ist Motordingens. Da, Heimroboterfabrik. Aber man sieht, wir haben tatsächlich zu wenig Stahl immer noch. Die brauchen tatsächlich Fettstahl. 180 Einheiten. Haben wir dann gleich. Wir können ja schon mal gucken, wo wir den Bonus kriegen. Das wäre doch eine Idee. Das müsste eigentlich eh schon... Ja, jetzt haben wir es eh, dass wir es bauen können. Irgendwo werden die wahrscheinlich Bonus kriegen. Hier unten ist... Hier aber bei den Grünen. Alle profitieren von diesen grünen Teilen. Okay, hier haben wir natürlich gar keinen Platz mehr.
Wo haben wir noch grüne? Hier hinten, aber hier haben wir auch keinen Platz mehr. Da haben wir eben auch die ganzen anderen Sachen natürlich schon hingestellt, die eben auch Bonus kriegen dadurch. Ja, hier hätten wir eigentlich noch. Da komme ich aber auch nicht hin. Haben wir hier hinten noch welche? Jawohl, hier haben wir auch noch welche. Und pff, jetzt haben wir hier eine Autobahn. Da kann ich auch nicht bauen. Hier hinten? Oh, hier haben wir jede Menge. Okay, dann gibt es hier die Heimroboter. Armada. Wobei, ja, da muss ich jetzt Geduld haben. Das müssen wir dermaßen peu à peu hier hinstellen. Ist ja krass. So, der hängt dran, weil wir brauchen jedes Mal diese 180 Stahl. Im Prinzip könnten wir natürlich die Straße schon mal bauen. Die brauchen ja nur Beton. So, diesen mal hier lang. Da hier lang, hier lang und dann hier wieder rein. Gut, haben wir schon wieder 180? Ja, fast. Wo war das Teil? Jetzt finde ich es nicht mehr. Da. Heimroboterfabrik. Jawohl, einmal zack. Dann haben wir immerhin zwei Stück. Den fehlen Motoren. Ja, da geht das wieder los. Aber wir haben hier einen Bahnhof. Ich hoffe schon, dass die auf die Idee kommen, hier die Bahn auch ein bisschen zu nutzen. Wie sieht es denn mit der Motorfabrik aus? Die brauchen Stahl. Aha, die auch. Und, ja, Kupfererz müsste das sein. Das wäre eh hier oben. Jawohl, machen wir die doch gleich mal hier hin. Oder auch nicht, weil uns fehlt schon wieder Stahl. Wir haben chronischen Stahlmangel. Also da müssen wir tatsächlich gucken, dass wir noch was hinkriegen in Sachen Besserung. Wir haben auch eher, ja, man sieht es jetzt hier, gefällt mir schon nicht mehr so gut. Wir haben hier tatsächlich auch massiven Mangel tatsächlich an Elektronikmodulen, obwohl wir hier die ganzen Fabriken haben. Hier sind aber die Lager voll. Ja, ich würde sagen, hier stellen wir nochmal Elektronik-Dingens hin, also Elektronikfabriken, und vergessen den Bonus. Weil Bonus kriegen wir hier nicht mehr, da haben wir den Platz nicht. Aber wenn wir hier nochmal eine Armada hinstellen, sollten die hier eigentlich dann auch genug von dem Zeug kriegen, von dem Zeug vor allem. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und dann hoffe ich natürlich, ja, wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss.